Und da hat er ganz einfach die Farbe ein, zweimal. Okay, die Kamera läuft. Ich wäre bereit. Ich hoffe auch, Sie sind bereit. Wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen hier im Philosophischen Salon. Willkommen zu unserem letzten Vortrag, der letzte Auflage unserer Vorträge in 2017. Willkommen auch danach zum geselligen bisschen weihnachtlichen Beisammensein. Glühweinplätzchen haben wir zwar nicht, aber es wird bestimmt echt schön. Ich finde es toll, dass wir heute mit Detlef Böpsel hier haben, so aus zweierlei Hinsicht. Er ist einer von uns quasi aus unseren eigenen Reihen. Er ist zwar immer noch kein Mitglied von uns, das ich gar nicht verstehe. Ja, ja, genau. Aber er ist ganz einfach immer mit dabei im Publikum und auch ganz, ganz wertvoll, wenn es darum geht, die Diskussion zu bereichern nach dem Vortrag. Auch deswegen bin ich froh, weil wir werden heute nicht nur einen Vortrag haben und eine Diskussion, es wird heute ein bisschen interaktiv werden und da bin ich ganz gespannt, wie das wird. Zu ihm kann ich nur sagen, ich habe zu viele Informationen über ihn und über den Vortrag, als dass ich jetzt hier was sagen könnte, was nicht den Rahmen sprengen würde. Es gibt aber ein paar interessante Punkte. Ich habe hier so ein bisschen einen Lebenslauf für ihn, das sind aber auch schon zwei Dinge. Du ergänzt mich am besten so ein bisschen, wenn es was zu ergänzen gibt. Das ist sehr interessant, die Überschrift alleine schon. Er hat seinen Lebenslauf beschrieben, wie so ein Flummi, wie so ein Squashball. Immer wieder gegen die Wand und immer wieder zurückgedotzt. Er ist geboren 1944 in Ostpreußen. Die Ehe der Eltern, soll ich das wirklich erzählen, das steht hier, die währte nur 14 Tage. Ja, ja. Und du bist dann irgendwann relativ schnell danach nach Polizei gekommen, in Alterform. Nach zwei Jahren. Nach Bolivien. Ja, wohin sonst? Ja. Das nächste wirklich Erwähnenswerte ist, im Alter von 12 Jahren wurde er von seinem Stiefvater wegen Unerziehbarkeit in die Schweiz in ein Internat geschickt. Bauernhof, Schulorchester, Pfadfinder, es ging aber dann wieder zurück nach La Paz über Lima und dann kam es über ein Stipendium. Ein australisches Stipendium an der Eidgenössischen Technischen Universität in Zürich, ja, die du aber aus der du geflüchtet bist wegen der funktionalen Kälte im Hochschulbetrieb. Was so viel bedeutete, man wollte dort eigentlich mehr den Mensch als Fehlerquelle eliminieren, anstatt ihn zu akzeptieren und reifen zu lassen. Das möchte ich auch mal hören, wie das geht. Es ging von dort aus dann aber nach Heidelberg, wo das offizielle Studium, das er absolvierte, Philosophie und Germanistik war. Aber das war eine schwere Zeit wohl, weil hier steht was von kein Stipendium, kein Geld gab es da und da hat das Leben dich sehr geschult, weil du hast dort, was hast du alles gemacht? Er war Fremdenführer im Schloss, er war Packer. Im Traktoreneinsatzteillager, hat Waggons entladen und alles Mögliche. Bis er dann im Herbst 68 seinen ersten Vollzeitjob hatte in Frankfurt. Er sollte da eine dreijährige Ausbildung absolvieren als Programmierer. Faktisch war es jedoch so, dass er nach etwa 3 Monaten konnte er dort nichts mehr lernen, weil er schon relativ gut gedient war in diesem Job. Dort war er als Softwareentwickler, als Betriebssystementwickler tätig und sehr erfolgreich, was allerdings sehr dazu führte, dass er dem Workaholismus, als Workaholic zu leiden hatte und das war der ersten Ehe nicht ganz zuträglich. Es wurde das Wort zerrüttet in diesem Zusammenhang verwendet. Gut, was könnte man als nächstes noch? Du musst ja erwähnen, dass er in Peru sein Abitur gemacht hat. Das war schon vorhin. Wegen der zweiten Station, wo es auch wieder um Entwicklung ging, sehr erfolgreich als Abteilungsleiter in der Firma für Sicherheitstechnik, war auch wieder sehr, sehr viel zu tun und eine zweite Ehe zerbröselte. Jedoch im Alter von 63 Jahren kündigte er dort und war 2 Jahre vor der Rente dann zu Hause und hatte alle Zeit, sich endlich um die Umsetzung seines Norderneyer Traums. In Norderney war welcher Lebensabschnitt? In
Mörderei warst du? Eigentlich selbstständig. Ja. Ich habe so ein bisschen Software entwickelt und habe mich da so mit der SPD, der Feuerwehr und dem Kindersanatorium. Und in dem Zusammenhang hast du auch mit kranken Kindern zu tun gehabt? Genau. Die aber in erster Linie nicht nur Krankheiten organischer Natur hatten, sondern die hatten Heimweh und waren betrübt. Und das war das erste Mal, als du mit dem Thema Psychologie in Verbindung kamst. Nee, Psychologie habe ich längst vorher gemacht. Schon vorher. Aber dieses Umgehen mit heimwehkranken Kindern, die im Grunde nur dahin waren, das waren vor allem aus dem Ruhrpott Kinder mit Asthma und Pseudokrupp. Und da hieß es ja, Nordsee ist natürlich das Klima besser und da können die. Und da einfach mal so ein bisschen lächeln auf die Gesichter zu bringen. Das war so meine Aufgabe. Gut, dann hattest du irgendwann damit 63 endlich Zeit, dich um die Ars Cognitandi zu kümmern, die Kunst zu denken. Und eine Methode durch aktives Zuhören und mit wenigen Fragen Menschen mit Daseinsproblemen zu helfen. Darum geht es auch heute so ein bisschen. Fokussiert eher darauf, dass wir heute, das wissen Sie ja alle, wer hat denn überhaupt diese Einladung gelesen? Weil die gibt es einmal in der Kurzform. Ja, und einmal in der Langform. Das sind wirklich drei DIN A4 Seiten. Wenn man da eine PowerPoint-Präsentation draus macht, haben wir allein schon mal einen Vortrag zusammen. Es geht beim Enneagramm um das. Ich habe es nicht bekommen. Ich fange mal so an. Wir sind ja alle Individuen. Ja, ja, jeder Mensch gibt es nur einmal. Dennoch ist es ganz hilfreich, manchmal die Leute so ein bisschen zu klassifizieren in verschiedene seelische, kognitive Typen. Und das ist das Enneagramm, ein Lösungsansatz. Da gibt es verschiedene Ebenen. Ich habe das mal rausgefunden. In der groben Ebene hat man sehen die neuen Felder so aus. In der nächstgrößeren Stufe hat man dann irgendwie die Typen schon ein bisschen klassifiziert, was die Gefahren sind und was die Stärken sind der verschiedenen Typen. Und dann geht es noch weiter. Und da möchte ich eigentlich gar nicht so sehr vorweggreifen. Was ganz einfach... Das Enneagramm, was die verschiedenen Charaktere, wenn man Schlagworte nimmt, wo man die alle beurteilen kann, wie die in verschiedenen Themengebieten verschieden reagieren, verschieden zu beurteilen sind. Da möchte ich mal gar nicht mehr hier noch mehr Zeit verstreichen lassen. Der ist noch da. Eigentlich ist ja schon alles gesagt. Das wollte ich genau nicht. Das wollen Sie genau nicht. Das kann aber nicht sein. Deswegen steht das da hier dran. Ich möchte den heutigen Abend zwei Teilen sprechen. Erster Teil werde ich vor allem ziemlich viel quasseln, weil es um die technischen Details geht. Im zweiten Teil möchte ich vor allem zuhören. Und das heißt, ich erwarte rege Beteiligung, weil auf diese Weise möchte ich die Hintergründe des Enneagramms oder der Haltung, die hinter dem Enneagramm da ist, erarbeiten. Und das kann ich selber Ihnen zwar sagen, wie ist es bei mir gelaufen, werde ich wahrscheinlich immer drüber tun, aber es ist viel wichtiger, dass Sie das Formulieren, was ist bei Ihnen angekommen und was hat es ausgelöst. Also ich fange mal mit der Technik an. Das Enneagramm ist ein Werkzeug. Es ist keine Glaubensrichtung, es ist der Untertitel war Mystik oder Statistik. Es hat von beidem etwas. Und das Enneagramm wird von vielen Gruppen für sich reklamiert. Nicht zuletzt von den Jesuiten, die das also sehr stark religiös prägen. Und die wiederum irgendwas ausgegraben haben und dann heißt es, ach, das ist eine
ganz alte Sufi-Weisheit. Wirkliche Nachweise oder Beweise oder dergleichen, wisst ihr nicht. In der Sufi, sagen wir mal Lebensphilosophie, da steckt ein ganz wichtiges Teil mit drin, nämlich den Menschen erst einmal so zu akzeptieren, wie er ist. Wenn man das als die Grundlage der Sufi-Weisheit nimmt, ist es auch die Grundlage des Enneagramms. Jetzt tendiert ja jeder so ein bisschen dazu, Sicherheit haben zu wollen. Im Umgang mit anderen Menschen, im Umgang mit Dingen, mit seiner ganzen Umwelt. Und diese Sicherheit kriegt man nur, indem man die Dinge richtig benennt. Wenn ich da also irgendeine Schale habe mit etwas Glibberigem da drin und es nicht identifizieren kann, werde ich erstmal Abstand nehmen. Aber wenn man mir sagt, das ist Zitronengelee, ja, warum eigentlich nicht? Man probiert mal. Dann hat man für die Sache einen Begriff gefunden, der irgendwie beruhigend ist. Es sei denn, man sagt, nee, Zitronen mag ich nicht, ist mir zu sauer. Aber auch da kann man eine klare Haltung einnehmen. Und genau um das geht es auch im Enneagramm. Es gibt nicht die richtige Lebensweise. Es gibt nicht den richtigen Menschentyp. Und dieser Kreis, der hat im Grunde genommen unterschiedliche Bereiche. Einmal diese etwas verkürzte Uhr von 1 bis 9. Wenn man genau hinguckt, sind also 9, 3 und 6 zum Dreieck miteinander verbunden. Und die anderen Zahlen sind so mit etwas merkwürdigen Verbindungen. Also nicht richtig kreuz und quer, sondern mal schräg und so. Und diese einzelnen Linien sind, sagen wir mal, die möglichen Entwicklungsgänge, aber nur als Tendenz. Und das Ganze ist im Grunde genommen der Versuch, etwas, was sonst nicht greifbar ist, in eine kleine Ordnung rein, ja, fast schon zu pressen. Jetzt könnte man sagen, okay, 1 bis 9, das sind 9 verschiedene Typen, die möchte ich als Archetypen bezeichnen, die ihrerseits nie vorkommen. Aber die einzelnen Eigenschaften, die kommen immer wieder vor. In den Verbindungslinien, zum Beispiel von 1 nach 7, 1 nach 4, ist eine gewisse Tendenz erkennbar, weil Leute, die, sagen wir mal, eine 1 sind, nach einem Test oder nach Selbsteinschätzung, eigentlich immer nur nach Selbsteinschätzung, eine Tendenz nach 7 und eine Tendenz nach 4 haben, wobei sie zu den, im einen Fall, zu den positiven Eigenschaften von der 7 zum Beispiel oder zu den negativen Eigenschaften von der 4 tendieren oder tendieren können. Da wackeln sie hin und her. Und weiter. Das ist eine Variante, dass man den einzelnen Typen einen Namen gibt. Ich finde das eine ziemlich unglückliche Angelegenheit, aber es soll ja auch ein bisschen was auslösen. Und gehen wir mal ruhig von 1 nach 9. 1, Perfektionist, Reformer und Unternehmer. Das ist also jemand, der darauf achtet, dass die Dinge immer schön ausgelegt sind. Im besten Fall ist es jemand, der auch hilft und etwas tut. Es kann aber auch in Richtung rein Autismus gehen. Nicht? Also wenn die Bleistifte nicht hundertprozentig ausgerichtet sind, dann gibt es Mordsärger. Das wäre also so eine Sache, dass man immer sieht, in welche Richtung kann es gehen. Das werden wir dann nachher, das heißt nicht wir, sondern Sie, das anhand von einigen Begriffen dann mal genau auseinanderdröseln. Wie kann eine Standardeigenschaft sich ändern? Die 1 ist
dann die nächste, die 2, das nennt sich gebende Helfer und Planer. Der geben, helfen, sagen wir mal, eine Mutter und zu ihren Kindern. Auch da wieder, immer diese Bandbreite, was kann diese Mutter machen? Sie kann ihre Kinder betreuen, sie kann Helikopter spielen und grundsätzlich alles bestimmen, aus purer Liebe und Fürsorge. Und sie kann aber auch den Kindern Freiheit lassen. Und irgendwo ist dann die Grenze, dass dieses Freiheit lassen Gleichgültigkeit wird. Steckt alles damit drin. Das heißt, immer diese Bandbreite, und die kann man nicht in Stufen oder in Zahlen ausdrücken, es sei denn, wir nehmen, sagen wir mal, eine Zahl, Größenordnung, 10 Milliarden. Und auf dieser Skala kann man dann wirklich jeden einzelnen Menschen abbilden. Da hat jeder seinen eigenen Punkt. Und genau darauf legt das Enneagramm im Grunde genommen sehr viel Wert, dass eben diese einzelnen Punkte kleine Meilensteine auf dem Weg sind, aber sie sind keine Schublade. Dann nehmen wir mal die 3, auch so ein bisschen merkwürdige Bezeichnung, Magiermacher, oder strahlende Statusmensch. Theoretisch könnte man sagen, das ist auch jemand, das steckt also in den Magier mit drin, der Dinge vortäuscht. Jeder von uns hat Situationen, in denen er etwas vortäuscht. Und zwar zwangsläufig, weil man ein bestimmtes Erscheinungsbild von sich geben will. Das in einer bestimmten Situation auch ein positives Feedback erwarten lässt. Je nachdem, also wo in welcher Situation man sich befindet, ob das Theater, Straßenbahn, Kaffeekränzchen ist, sind bestimmte Verhaltensformen oder Selbstdarstellungen angebracht oder werden als angebracht empfunden. Und dann gibt man sich eben so. Also das wäre das hier, auch dieses Statusmensch. Ja, man gibt sich einen Status. Und auch da wieder ist das eine Eigenschaft, die da vielleicht ein bisschen dominant ist. Aber auch das Gegenteil davon. Nämlich, ich kann vorgeben, bestimmte Fähigkeiten zu haben. Und diese Fähigkeiten, die stelle ich dar. Nicht? Und trotzdem mit meinem Halbwissen. Aber andererseits kann das auch, was ist denn das Gegenteil? Sich zurückzuziehen und also diesen eigenen Status als minderwertig ansehen und sagen, nee, ich sag lieber gar nichts, so vielleicht ist es dann so stille Wasser sind tief. Und, also auch da wieder haben wir diese Bandbreite. Dann haben wir die 4, außergewöhnliche Individualist und sensible Betroffene. Andere nennen das auch den Künstler. Nicht jeder Künstler ist Individualist. Es sei denn, das ist eine Kunst, die hauptsächlich im Stillen stattfindet. So was wie Schreiben, Komponieren. Aber auch irgendwann muss man ja damit raus. Ich meine, ich mache nicht irgendwo als Bildhauer, hole ich da eine Figur aus dem Stein raus und stelle die dann weg. Irgendwann muss sie ja präsentiert werden. Das heißt, man muss sich ans Publikum wenden und muss also auch wieder raus. Man kann dann also nicht bloß in sich geschlossen sein. Und dieses Individualistische ist ja auch eine Art von Eigenschaft oder Eigenart, dass man meint, ich mache jetzt etwas ganz Besonderes. Also ich setze mir jetzt hier eine grüne Rose hin, nicht? Die habe ich in grüne Tinte getaucht.
und damit bin ich was Besonderes. So, und das finden also 20 Leute ganz witzig und packen sich auch eine da. Und jetzt sind wir 20 Individualisten. Dann die 5, der Beobachter und Denker. Ich könnte auch sagen, der Intellektuelle. Auch da wieder haben wir diese Nähe. Beobachter heißt ja erst einmal Abstand nehmen. Bestimmte Dinge kann man erst aus einem großen Abstand erkennen. Andere Sachen, die muss man also näher anschauen. Und dazu haben wir ja die Optik. Wir können also ganz ins Kleine reingehen mit dem Mikroskop oder ins ganz Große mit dem Teleskop. Das gehört dazu. Und das, was man gesehen hat, das vielleicht irgendwie in Frage stellen. Kann ich meinen eigenen Augen trauen? Wenn ich irgendetwas sehe, da bewegt sich etwas. Die Überlegung, was hat das bewegt? Warum bewegt es sich überhaupt? Vielleicht lebt es oder ist da irgendein anderer Mechanismus, irgendwie Magnete oder kann irgendwas anderes sein? Das heißt, da kommt dieses Denker als Hinterfrager. Und auch da wieder diese beiden Dinge, kann ins Positive gehen, kann auch ins Negative, dass man nur noch da rumsitzt und grübelt. Und grübelt und eigentlich gar nicht weiß, worüber man grübelt. Man sitzt einfach da und das Leben ist so schwer. Gehen wir eins weiter, auf die 6. Der loyale, ängstliche, zweifelnde Mensch. Die 6 könnte man auch als der gute Kumpel bezeichnen. Ist also keine Führungskraft in dem Sinne, weil er muss gesagt werden. Also er zweifelt im Grunde genommen an seinen eigenen Fähigkeiten und hängt sich dann gerne an jemand anders ab. Dann 7, vielseitiger Optimist und Träumer, ist eigentlich so ziemlich das Gegenteil. Wird als eben das fast so mit dem Gegensatz zu dieser 6, so nicht eben nicht loyal, sondern nur ein bisschen springen ins Feld. Aber auch da wieder, ich sag ja, das sind dann Schubladen. Aber diese Eigenschaften, wieder ausgedehnt in beide Richtungen, ins Positive und ins Negative, ist so jemand, der hat Ideen, der hat Fantasie und fängt an, die auszuleben und ja, manchmal schießt er halt übers Ziel hinaus. Ich mache euch eine tolle Party mit Lampions und sonstigen Kram und bestellt ein Catering und das Originalbudget von, sagen wir, 100 Euro, ja, das ist dann, sind dann 1000. Solche Dinge, und da muss er sagen, okay, der muss dann halt ein bisschen gebremst werden. Oder es kann natürlich auch das andere sein, sagen wir mal, Optimist und Träumer, geht das zusammen? Nach dem Motto, ich muss nichts tun, mir fällt alles zu, wird schon gut gehen. Und ja, dann ist die Frage, wie geht der damit um? Wenn es mal schief gegangen ist. Dann haben wir die 8. Es klingt auch ein bisschen hässlich. Führer und Kämpfer. Das ist also im Grunde die von der Persönlichkeitsstruktur her jemand, der Befehle geben kann. Also der in leitender Position sich am besten eignet. Der auch die Fähigkeiten dazu hat. Und auch da, ähnlich wie auf der anderen Seite, die 2, und die sind nicht umsonst miteinander verbunden. Die 2 war, also sagen wir mal, diese fürsorgliche Mutter, ist die 8, also sagen wir mal, der fürsorgliche Chef, Abteilungsleiter, oder jedenfalls irgendwie der Vorgesetzte, der Entscheidungen treffen kann. Und da sind zum Beispiel die Unterschiede, und auch da wieder die Verbindung 8 zu 2, die 8 kann leichter Entscheidungen
treffen. Und wenn sie falsch sind, ja, dann waren sie eben falsch. Aber lieber eine falsche Entscheidung als keine. Und dann geht man da und dann kann man ja immer noch zurückgehen, wenn man feststellt, okay, der Weg oder diese Konstruktion oder so, etwas funktioniert nicht, dann muss man eben was anderes machen. Aber wenigstens tut man was. Und während eben die zwei als Gegensatz zwar auch Dinge ausprobiert, aber sich eigentlich nicht so richtig entscheiden kann, was richtig ist. Und da haben wir schon mal die Verbindung, dass also das eine, die Möglichkeit, dass jemand also da in Selbstzweifel gerät, rutscht dann in die Richtung, das heißt in die negativen Eigenschaften von dem, und der andere kann in die positiven Eigenschaften des anderen reinrutschen. Das sind also diese kleinen Striche, die also diese Verbindung mit sich bringen. Und als letztes die 9, da steht zwar bewahrende, friedliebende Vermittler, negativ ausgedrückt, das ist der Wischiwaschi-Charakter. Der kann sich für nichts entscheiden. Aber er steht trotzdem oben drauf. Diese ganze Struktur hat, also sagen wir mal, einfach eine Versinnbildlichung, wie sind die miteinander verbunden und wie stehen die zueinander. Und die 9 steht ganz oben. Warum eigentlich nicht die 1? Die 9 steht ganz oben und die guckt auf die anderen runter und sagt, ach Kinder, ihr habt ja alle recht. Warum könnt ihr euch nicht vertragen? Und das ist eben die Problematik, wenn man dann irgendwann einmal diesen Enneagramm-Test macht, den man jetzt für sich selber machen sollte. Ich werde ihn nur kurz zeigen, wir werden ihn nicht machen. Dazu reicht der Tag nicht mehr aus. Da sollte man sich wirklich Zeit nehmen, alleine machen. Wer das will, dem kann ich jetzt das gerne zuschicken. Das ist eine Excel-Datei, die entsprechende Funktionen hat. Das ist also, sagen wir mal, das Grundgerüst. Und dieses Grundgerüst ist noch ein bisschen näher definiert. Einmal eben durch dieses Dreieck. Das ist eben diese zentralen, wichtigen Teile und das Drumherum. Und um die 3, also um die 9, um die 3, um die 6, da sind dann eigene Dinge. Das sieht man dann hier und das nennt man dann so die Bauchtriade, Kopftriade, Herztriade. Das heißt, da sind jetzt 3 Dinge zusammen verbunden, die aber zwar auch miteinander, also zumindest die hier, also 7 mit 5 und 2 mit 4 verbunden sind, aber um dieses zentrale Dreieck angeordnet sind. Und wenn man das jetzt noch einmal zurückverfolgt, bleiben wir mal bei der 3. Also 2, 3 und 4 sind zusammengefasst. Da haben wir den Gebenden, den Statusmenschen. Was ist denn diese, bleiben wir mal bei dieser, sagen wir mal, Standardmutter, ja, oder Klischeemutter. Will etwas machen, aber die will ja auch irgendwie, sagen wir mal, durch Erziehung, also durch entsprechendes Vorbild da sein. Und hat dann natürlich Schwierigkeiten, dass sie ja auch nur ein Mensch ist, die Fehler den eigenen Kindern gegenüber zuzugeben oder zu rechtfertigen. Damit haben wir also im Grunde genommen dieses Statussymbol, das da mit drin steckt. Und wir haben dann das von der 2 zur 4 die Verbindung, dass man da eine typische Sache für diese sehr besorgten Mütter ist eben, warum sind sie so besorgt? Es kann sein, dass das Kind krank ist. Erblich bedingt, das weiß ich, ein Loch im Herz hat, das muss operiert werden oder irgendwelche wirklich schlimmen Dinge, die eine Besorgnis vollkommen rechtfertigen und
wo man sich wirklich darum kümmern muss, okay, wann kann man so eine Operation machen, wo kann man die machen und wo, dass die mit Erfolg durchgeführt werden kann. Aber zum Glück sind die meisten Kinder normal. Das heißt, sie sind einigermaßen gesund, sie sind einigermaßen intelligent, sie sind einigermaßen selbstbewusst. Das heißt, einfach gesunde Kinder. So. Und da eine große Besorgnis, nicht kletter nicht dahin, tu das nicht, also diese ganze Verbotssache, diese Ängste an die Kinder weiterzureichen, ist eigentlich verantwortungslos. Die sollen ja irgendwann mal auch alleine leben können. Und da wird dann also dieses sogenannte Sensible mit dran, nicht, dass das eben im besten Sinne Mütter, Eltern generell oder Große gegenüber Kleinen, also jetzt einfach nur alt gegen jung, könnte man sagen, dass man da also ein bisschen das Gespür bekommt, auf welchem Niveau spreche ich jemanden an. Ich kann einem kleinen Kind natürlich wenig darüber erzählen, was es bedeutet, Verantwortung in einer Firma zu übernehmen. Das ist Quatsch. Aber ich kann dem Kind den Begriff Verantwortung trotzdem allmählich beibringen. Und sei es für einen kleinen Hamster. Und gut, Hamster lebt nur 2 Jahre, dann ist er tot. Und das ist ein schlimmes Erlebnis für ein Kind. Aber man kann mit, sagen wir mal, damit, dass man einem Kind sagt, das und das kannst du machen, damit es dem Tier gut geht. Und das Tier lebt eben nur eine bestimmte Zeit. Und da ist eben diese Sensibilität erforderlich, dass man weiß, was kann ich einem Kind zumuten in einem bestimmten Alter und was nicht. Kinder, die Angst haben, wenn die Eltern weggehen. Babysitter ist gut. Manche sagen, lass mich doch schreien, dann wird schon genug herkommen schlafen. Das sind also diese Extreme, die sich jeweils eine Rechtfertigung haben, warum man das so macht. Alter Spruch, was uns nicht umbringt, macht uns stark. Die drei Dinge, da werde ich eins heute nicht so intensiv bearbeiten, sondern im Grunde Kopf und Bauch. Den Kopf machen wir jetzt. Das ist nämlich einfach nur die Struktur, die hier hinter steckt und die bestimmte Schlussfolgerungen zulässt. Und immer wieder muss ich sagen, es ist ein Werkzeug. Es ist keine Glaubenssache, es ist keine Ideologie in dem Sinne, sondern es ist ein Hilfsmittel, das sich wirklich schon viele Jahre bewährt hat, um an bestimmte Punkte im eigenen Leben anzuknüpfen und die zu erläutern oder zu erklären bzw. verständlich zu machen. Für sich selbst, dass man sich selbst versteht und aber auch in der Beobachtung und Sensibilisierung, was könnte jemand anderen dazu bewogen haben, mich so zu behandeln, positiv wie negativ. Und das einzuschätzen, ganz typischer Fall, ich kriege von jemandem ein Geschenk. Ich weiß jetzt eigentlich nicht warum. Ja, ist das jetzt so eine Art Zuneigungsbeweis oder ist das jetzt etwas, was er selber eigentlich froh ist, wenn er, dass das los wird? Oder will er mich durch dieses Geschenk verpflichten? Oder will er mir durch dieses Geschenk zeigen, dass er mich wertschätzt? Diese Möglichkeiten sind natürlich alle drin in so einem Geschenk. Aber wichtig ist,
die Situation realistisch einzuschätzen. Das ist nicht so einfach. Realistisch wäre, wenn ich etwas nicht weiß, dann sollte ich fragen. Und zwar nicht so mit diesem, ach nee, wieso, und das, womit habe ich das denn verdient, sondern warum machst du das? Und auch, wenn irgendwie, was weiß ich, das Geschenk, also da will mir jemand einen Grill schenken, nicht sagen, oh, das ist aber schön und danke sehr, und dann landet das im Keller und ich kann den Grill überhaupt nicht brauchen, ich habe weder Garten noch Balkon. Dann einfach klar diese Stellung zu beziehen und sagen, tut mir leid, es ist wahrscheinlich nett gemeint, aber ich kann damit nichts anfangen, vielleicht findest du jemanden, der besser damit umgehen kann oder es brauchen kann. Also heißt, also diese Selbstaufrichtigkeit und die Einschätzung, wann kann ich jemandem dann etwas sagen und vor allem, wie kann ich es sagen? Wie kann ich etwas ablehnen, ohne zu verletzen? Wie kann ich jemandem helfen, ohne ihn zu erniedrigen oder zu demütigen? Diese Dinge, da ist das durchaus ein Hilfsmittel, weil es dazu führt, bestimmte Eigenschaften oder Verhaltensformen leichter zu erklären. Oder zumindest einen Ansatz zu haben, wie man sie erklären kann. Es ist, und es erhebt auch nicht den Anspruch, die ultimative Weisheit zu sein. Es ist immer wieder ein Werkzeug, ein Hilfsmittel, und das geht dann nämlich weiter. Die zwei hängen schön zusammen. Das heißt, diese Bauch, Herz, Kopf, dass diese Beziehungsebene von Dingen, die man also so aus dem Bauch heraus macht, dass man also sich einfach so verhält, wie man das im Bauchgefühl hat. Und das ist eine Sache, die mittlerweile schon ein paar Jahre entdeckt worden ist, dass das neuronale System, das wir im Bauch haben, fast aufwendiger gestaltet ist als das, was wir im Kopf haben. Und dieses neuronale System äußert sich einfach anders. Es hat auch andere Aufgaben. Es hat im Wesentlichen ja die ganzen Überlebensfunktionen unter sich. Und das Gehirn, das ist die Art, dieses Überleben vielleicht angenehmer zu machen oder die Fähigkeit, und deswegen komme ich nämlich auch hier auf diesen, ist auch da der Zorn mit drin, nämlich, dass man bestimmte Dinge nicht erträgt oder nicht ertragen will. Man sagt also, nein, das muss sich ändern. Und dieses, das muss sich ändern, das kann in einer Beziehung sein, das kann in einer Arbeitssituation sein. Man sagt, also das, was die machen, ist einfach unerhört oder unerträglich und da muss ich was dagegen unternehmen. Wobei also der Zorn nicht unbedingt mit Wut zu verwechseln ist. Wut ist also was Explosives und meistens auch etwas Zerstörerisches. Der Zorn ist mehr ein Antrieb, das akzeptiere ich nicht, das muss ich jetzt ändern oder ich muss jetzt jemanden finden, der mir dabei hilft. Und einfacher ist es immer nicht zu sagen, komm, hilf mir mal, mach mal das, sondern ich mach jetzt das, wenn du willst, kannst du dabei sein. Und dann ist die Initiative, bleibt dann erstens mal bei mir und zum anderen fühlen sich andere ein bisschen freier zu entscheiden, mache ich mit oder nicht. Also das wäre die Sache Beziehung. Das
Gefühl, Image, also diese ganzen, die Herzgeschichte, das ist mehr so, ich will es nicht sentimental nennen, auch, ist es auch. Aber die Gefühlssituation ist, ja, da weiß ich auch das vom Herz her, ist die Ebene einer Beziehung zu anderen, die rational nicht mehr erklärbar ist. Es sind Dinge, die für sich genommen eigentlich fast lächerlich sind und trotzdem in zum Beispiel sowas einfach mal die Hand geben. Das ist eine Gefühlssache. Ich fühle mich verbunden. Ja? Wir gehören zusammen. Und das sind Dinge, die kann man also weder intellektuell noch dann später hier von der Handlung her, also aus der Seite, also rein vom Kopf oder vom Bauch, rein vom Bauch, nicht unbedingt erklären. Und deswegen braucht man diese andere Ebene. Die drei Ebenen sind deswegen wichtig, das sind drei von zigtausend, aber das sind, sagen wir mal, so bestimmte Dinge. Nehmen wir den Fall, auch wieder Kind fällt hin, schlägt sich das Knie auf, blutet, ist geschürft und dreckig. Und weint, natürlich weint. Ja. Oder schreit, oder wie auch immer. Manche sind da ganz tapfer, nicht. Also hier, ein Indianer kennt keinen Schmerz. Und diese Situation. Jetzt die erste Frage, wo läuft das Kind hin? Oder zu wem? Um Hilfe zu kriegen, und zwar Hilfe in zweierlei Hinsicht. Einmal natürlich Wunde auswaschen, Pflaster drauf. Aber auch, um einen Trost zu bekommen. Und wie ist dieser Trost? Ich kann dieses Kind in den Arm nehmen und trösten und sagen, ach, ist doch nicht so schlimm. Doch, es ist schlimm. Es ist schlimm. Ja? Und vielleicht auch das Bestätigen, das Kind empfindet es als schlimm, dann kann ich ihm das nicht versuchen auszureden. Ja? Und das Nächste ist, wie mache ich das? Ich kann das natürlich mit Pflaster machen. Und wenn ich nur ein stinknormales Pflaster habe, kann ich da auch noch ein Mäuschen drauf malen, weil das soll ja ein ganz besonderes Pflaster sein. Ich kann also in eine Ebene rübergehen, aus der körperlichen Ebene, in diese Herzebene und also etwas Mystisches draus machen, ein Geheimnis. Nicht? Das ist nur dein Pflaster. Nur für dich. Und da machen wir jetzt so einen kleinen Zauberspruch drauf und morgen ist alles in Ordnung. Das ist auch ein Ablenkungsmanöver. Aber es ist ein Eingehen auf die Ebene, in der, sagen wir mal, Fantasiewelt eines solchen Kindes. Und was eben auch gemacht wird, ne? Komm, du kriegst ein Eis. Ja, da sind wir aber auf einer völlig anderen Ebene. Der Schmerz, der konkrete Schmerz, wird von dem Eis oder einem Stück Schokolade oder sowas mit Sicherheit nicht weggehen. Und die Wut auf sich selbst, hingefallen zu sein, also einen Fehler gemacht zu haben, in Anführungsstrichen, die wird davon auch nicht erledigt. Und deswegen, wenn man diese drei Ebenen miteinander vermischt, das heißt, von einer Ebene die andere beeinflussen will, dann wird man nicht allzu viel Erfolg haben. Aber wenn ich auf der Ebene, sagen wir mal Gefühl, jemand fühlt sich einfach schlecht, ich bin hingefallen, ich habe nicht aufgepasst oder sonst etwas, ist einfach unglücklich. Und wenn ich auf dieser unglücklichen Ebene, auf dieser Gefühlsebene mit einem kleinen Zauberspruch reagiere, dann spreche ich genau das an. Wenn ich sage, kriegst ein Eis, spreche ich den Bauch an, aber nicht das Herz. Und
Deswegen ist also diese Einteilung auch wieder so eine Möglichkeit, Dinge so ein bisschen auseinander zu sortieren. Aber die sind, wie man sieht, mit all diesen Sprüchen permanent miteinander verbunden. Das ist jetzt hier, sagen wir mal, das sogenannte Selbstbild. Wie sehe ich mich selber als typischer 1, 2, 3 und so weiter? Das ist also der Einser, also eben hier, wollen nicht groß vorzulesen, ich mache es richtig und habe recht, ich bin hilfsbereit, war wie vielleicht das Beispiel Mama, ich bin erfolgreich, das war die Sache mit dem Image, nicht? Also ich kann mich gut darstellen. Hier, ich bin sensibel und einzigartig, nicht? Der Individualist und dann der Künstler angeblich. Dann fünf, ich erkenne und erkläre meine Umwelt durch Beobachten und Nachdenken. Also das ist der Wissenschaftler, Forscher, irgendwas in dieser Richtung. Sechs, ich bin treu und tue meine Pflicht. Das ist der Kumpel im Hintergrund, der selber eigentlich keinerlei Befugnisse sich zutraut, aber wenn irgendjemand ihm sagt, mach das, dann macht er das. Oder zumindest meint er, dass so ist. Und das nächste, der sieben, ich bin aktiv, fröhlich und optimistisch. Tralala, wir machen eine Fete. Dann haben wir, ich bin mächtig, stark und unbesiegbar. Das ist der Boss, der also hier keinen Widerstand oder keinen Widerspruch zulässt oder erlaubt. Aber da hatten wir ja die beiden Richtungen. Nicht? Der kann wirklich zum Diktator werden und zum Tyrannen. Aber er kann auch genauso gut Fürsorge und Hilfe darstellen. Überall steckt eine Eigenschaft, gut und schlecht. So, und das da oben, ich bin ja, zufrieden und unsinnig, ne? Sitzt einfach präsent.